Willkommen zu einem weiteren Part von Top Raider Anniversary. Und ja, ich hab's geschafft. Ich bin hier beim Artefakt. Ja, die sehen so aus wie so Dolche oder irgendwie so, keine Ahnung, was das darstellt. Die sind immer, glaube ich, immer gleich. So. Ah ja, ich muss jetzt nochmal die Säule richten. Ich habe noch, ja, zwei, drei Versuche durchaus gebraucht. Ja, der Hauptfeind hier ist halt die Ausrichtung, die Sichtrichtung, dass man halt die Sichtrichtung immer wieder ändern muss, weil man sonst halt... Ja, ich bin einmal oder zweimal gestorben dabei noch, weil wenn man von oben auf, wenn man hier so gegenrennt, dann kriegt man nur ein bisschen Schaden. Von oben auf die Stacheln rausspielt, also auf die Speere, dann ist man tot. Instant Tot. So. Ja, ihr habt gesehen, 3-4 Mal, dann hat er wieder rausgequetscht. Ich meine, ich weiß nicht warum. Ja, kann ich euch nicht sagen, wieso sich die Entwickler entschieden haben, das so zu machen, oder ob das jetzt nicht anders möglich war. Also, dass das durch die. Aber man hätte ja, wie gesagt, zum Beispiel das so machen können, dass man das Ding hier noch ein bisschen weiter runterzieht, dass die Kiste gerade so irgendwie reinpasst. Vielleicht. Ne, ein bisschen Spielraum und das jetzt schön gerade gemacht wird, aber es ist ja extra wahrscheinlich nur schräg gemacht. Vielleicht ist das wirklich so gewollt, dass man die Kiste irgendwann neu ausrichten muss oder so. Keine Ahnung, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Haben sie gesagt, oh, ach komm, wir geben ihnen 2-3 Versuche. Wir geben die Spieler 2-3 Versuche oder so und dann. Achso, ist ja noch hoch. Dann darf er erstmal wieder die Kiste neu ausrichten, weil es ja so lustig ist. Sehr lustiger Witz, Mr. Backman. Ich weiß jetzt nicht, warum die Perspektive auch immer so anders ist. Dass sie jetzt immer so eine Draufsichtperspektive hat. Oh, ernsthaft? Oh, ich muss jedes Mal... Weil vorhin ist mir das passiert... Da wollte ich mich absichtlich töten. Damit ich halt wieder anfange oben, aber... Genau, damit ich hier irgendwo rankomme, dann ist hier auch ein Kontrollpunkt. Und das bedeutet, wenn wir jetzt wieder sterben sollten, dann... Oh. Jetzt müssten wir... Kontrollpunkte sind hier immer so gelegt, sobald man einen auslöst, wird der vorhergehende einfach gelöscht. Und das heißt, wir lösen jetzt wieder den hier oben aus und damit dürften wir, falls wir jetzt aus irgendwelchen Gründen wieder in die Stacheln fallen, müssen wir natürlich auf die andere Seite. So, über. Ja, warum sie immer so einen komischen Huppel macht, so einen komischen. Ach komm, Lara, spring da ruf, Mensch. So. So, jetzt hier hoch und Sprung und. Okay, wir haben es geschafft, Freunde. Gar nicht mal so schlecht. 2-3 Fehlversuche. 2, glaube ich, waren es jetzt nochmal. So, hier haben wir das Artefakt, das ist... Ah, eine Eule. Ja, warum eine Eule? Als heiliger Vogel der Göttin Athene war die Eule Sinnbild großer Weisheit. Genau. Auch das Symbol der Stadt Athen. Die Stadt der Göttin Athene, die ja nach der Göttin halt benannt wurde. Stadt der Weisheit, die Eule halt als Symbol der Weisheit. Ich glaube, Athene war auch im Griechischen die Göttin der Weisheit. Im Römischen war es Minerva. So, Freunde, müsst
Der Versuch war nicht schlecht. Dein letztes Mal. Ihr denkt, das war schon haarsträubend. Wartet ab. Es kommt ja noch ein Raum. Wollen wir hoffen, dass wir es schaffen. Komm da hoch, da verdammt nochmal. So. Okay, bis hier ist alles schon mal gut gegangen, meine Freunde. Ja, wir könnten jetzt da hochklettern, aber wir machen es einfach so. Wir haben es geschafft. Wir haben, weswegen wir hier sind, den Gold, den Bleibarren. Da sind wir natürlich aufpassen, dass wir hier nicht, ah, hier ist ein Kontrollpunkt, also alles gut, nicht in die Stacheln runterspringen. Ja, ein Weitraum wartet auf uns. Erstmal natürlich nochmal Gorillas, ganz klar. Da, diesen, im nächsten Raum erwartet uns für das Relikt und ja, ich habe es euch ja gesagt, ich werde alle... Ja, ey, ist ja gut, man muss mich mal hier raus lassen. Okay, dann werden sie mir ganz scharf stemmen lassen. Okay, die hat auch so gut jetzt geschossen. Na ja, gut. So, Freunde. Einer wartet noch auf uns. Da müssen wir eine Zeitaufgabe bewältigen, die ist wirklich, wirklich, wirklich. Könnt ihr mir glauben. Aber mit dem Raum hier kann es sein, dass ich auch zwei, dreimal sterben muss, weil ich muss mich einfach wieder dran entsinnen, wie genau der Raum funktioniert, weil da der ist. Ihr werdet es gleich sehen. Ja, hier ist Wasser. Und in dem Wasser ist auch so gut Krokodil und... Jo. Und ja, meine Freunde, es wird so sein, dass ich hier durchaus bewusst Schaden in Kauf nehme. Ja. Weil... nicht wahr? So, ich glaube, wir sollten erstmal noch... Genau, hier ist ein Krokodil. Oh, Lara. Lara, hallo? Ja, aber hier jetzt keine Kante. Ja, ich kann auch ins Wasser rein. Wir sind tot. Na gut, die Krokodile werden jetzt auch öfter noch zu Gesicht bekommen. Warum wollte ich jetzt hier ins Wasser rein? Statt einfach hier ein Schalter ist. Der macht, ich weiß nicht, der glaubt, der fährt hier die Säule noch ein Stück aus. Jawohl. Ganz wichtig, weil sonst stehen wir nachher da drüben und kommen nicht weiter. So. Ich denke, ich würde hier noch oben. Also Lara, das haben wir noch oben. Also, hier auf, hier rüber, dann, ich werde hier Schaden kriegen. Ja, ihr seht, jetzt schon ordentlich Schaden eingesteckt. Und man, hier, so jetzt, hier rückwärts. Hier ist ein weiterer Schalter. Wir müssen jetzt einige Vorbereitungen treffen für die Aufgabe. Wir müssen jetzt erstmal alles möglich aktivieren hier und so weiter. Eine weitere Plattform. Und dann, wenn wir das alles geschafft haben, alles aktiviert haben, was nötig ist, dann müssen wir rüberspringen. Da unten so einen kleinen Parcours und da, wo die Schräge ist, dahinter ist nochmal ein Schalter. Und naja, ihr werdet schon sehen. Ich glaube jetzt. Ich glaube, wir müssen erst noch den anderen da drüben aktivieren. Ah, oh, ey.
Guckt euch an die Bar, der kann da nicht festgehalten. Nein. Du brauchst dich hier nicht nach oben. Nein, du sollst nicht tauchen, du sollst nach oben springen. Boah, ey. Ja, und das ist so halt auch, was ich nicht mag. Sie schrammt praktisch schon mit der Arm und Hand alles an der Kante nach, aber nein, festhalten brauchst du nicht. Oh. Oh, komm schon, ey. Oh, das gibt's. Wegen ein Scheißpixel, weil ein Scheißpixel zu kurz springt, aber vielleicht ein Bruchteil zu früh abgesprungen ist. Nö. Geht es nicht mehr. Warum? Oh, ja, wie gesagt, das gefällt mir nicht an dem Spiel. Das, die Sprungmechanik teilweise sehr nervtötend. So, ja, klar, das gefällt mir nicht. Hier, doch hier rüber. Ja, auch wunderbar. Ich sehe leider nicht die Plattform, auf die ich springen muss. Jetzt sehe ich sie. Jetzt müssen wir den hier noch hoch, auch noch einen Schalter betätigen. Normal können wir es jetzt zu Ende bringen, indem wir einfach wieder zur Säule zurückspringen und da hoch. Ja, genau, wir müssen nämlich die Säule noch ein Stück ausfahren, damit das funktioniert. Und jetzt können wir, ja, die Aufgabe in Angriff, die jetzt müsste möglich sein. Und hier müsste es so funktionieren, wie ich es eigentlich vorhin wollte. Nämlich, wenn ich das speichere an der richtigen Stelle. Mann, ey. Ich hatte den selben Punkt manchmal schafft und manchmal nicht, ist genauso elend. Aha. Ja. Hier seht ihr die Treppe ein bisschen kaputt, da muss man von oben springen. So, Freunde. Ja, so jetzt hier. Ja, wir haben eine wunderbare Perspektive. Man sieht alles. Richtig geil. Dann schon mal ein bisschen schwimmen, weil wir müssen wieder sehr, sehr schnell sein bei der Aufgabe. Ich habe keine Ahnung, wie viel Versuche ich dafür brauchen werde. Hier muss ich nachher gucken, dass ich den Kontrollpunkt nicht auslöse, auch ganz wichtig. Das geht. Man kommt da dran irgendwo vorbei, ohne den auszulösen. Ich weiß nicht, ich warte. Wie habe ich das immer so machen? Ah ja, ich glaube, ich weiß. Ja, ja. Weil das... Ach komm schon, ey. Ach, ist das bescheuert. Ist das bescheuert, ey. Weil jetzt ein bisschen zu hoch war, sie gleich sonst wohin gesprungen, ey. Oh, ich muss noch 10-mal machen hier, ey. Ich hasse das. Und zwar, wenn man ganz dicht hier dran vorbeigeht, dann löst man den Kontrollpunkt nicht aus. Ist auch ganz wichtig, weil dann könnt ihr immer wieder, falls ihr... Oh, ey, das gibt es doch nicht. Was ist denn das für eine bescheuerte Scheiße hier, ey? Warum hat sie den Sprung jetzt wieder nicht gemacht? Das ist doch so zum Kotzen, ey. Einfach weil sie keinen Bock hat, sagt sie, mach den Sprung jetzt nicht. Ein Pixel nicht stimmt, an von dem Pixel springe ich da nicht rüber, will ich nicht. Wenn ich ja sagen, nö, von dem Pixel soll man das nicht schaffen, wenn aus welchen bescheuerten Gründen auch immer. Springen und kommt man nicht an die blöde Stange ran. Und jetzt hier auch aufpassen, man muss erstmal ein Stück nach vorne gehen, weil sonst springt man gnadenlos in die Mauer rein.
Oh nein! Ach Mensch, was soll denn die Pisse? Warum hat die sich jetzt weggedreht? Die braucht bloß gerade ausspringen, ey. Das gibt's doch ja nicht. Also, das ist ja wohl nicht wahr, ey. Warum hat die sich jetzt so blöde weggedreht? Das war jetzt absolut wieder so ein blödes Ding. Ach komm schon, ey. Jetzt langt mir das aber langsam hier, ey. Na, jedes Mal ist das irgendwie anders, weil jeden Pixel irgendwie anders ist, ey. Langsam laufen wir schon wieder hier, ey. Boah, ey, wie schaut man denn noch mal wieder voll hier, ey? Wie schaut man denn durch das Feuer, ne? Ey? Was haben wir, willst du dich verarschen jetzt hier, oder was? Gips, ich tausendmal habe ich den Scheißsprung gemacht und jetzt macht sie wieder nicht, weil blöd. Manchmal geht er hoch, du blödes Weib, ey. Ja, solche Dinger können diese Zeit auch gar zum Knacken bringen, wenn sie jetzt da wie blöd gegen die Wand schon statt da hoch zu klettern. Oder wenn da irgendwo sagt, nö, jetzt mache ich den Sprung, weil ich den Bock habe. Ich mach den tausendmal, aber wenn du ankommt, mache ich ihn einfach nicht, weil ich nicht will. Ein Pixel irgendwo nicht so ist wie er mir fast, mache ich das halt einfach nicht. Wie schon mal so weit vorher ankündigt, ne, an solchen Dingen sieht man das auch sehr schön, dass das Spiel jetzt schon sehr, sehr früh festlegt, wann der Sprung klappt und wann nicht. Okay, diesmal haben wir sogar nicht hier. So. Oh komm, ey! Also jetzt reicht mir das. Okay, Freunde, ich beende mal die Party, Digga, ich hab keinen Bock mehr. Nachher, wenn der nächste Part anfängt, bin ich schon mal da oben drauf, bei dem Schalter, und dann werden wir das hoffentlich hoffen. Ich hab jetzt lange nicht noch voll. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.